Leute, Brüche dividieren ist leichter als gedacht. Warum? Werde ich sofort erklären. Wir gucken uns erstmal die erste Aufgabe an. Ich habe zwei Brüche. Ein Drittel geteilt durch ein Drittel. So wie beim Kürzen kann ich auch schreiben, okay, 1 durch 1 und hier unten 3 durch 3. Ja, 1 durch 1 ist 1 und 3 durch 3 ist 1, das ergibt 1. Das ist ja in Ordnung. Andersrum geprüft, das Gleiche durch das Gleiche ist ja immer 1. Guckt nochmal in die anderen Videos, hier auch mal drauf achten aufs I. Da mache ich nochmal Verweise dahin. Warum ist das ein Nachteil, das so hinzuschreiben? Ich zeige es gleich und dann zeige ich euch, wie man es richtig macht. Da muss man sich nur eine ganz kleine Kleinigkeit merken. Wenn ich das so hinschriebe, müsste ich doch eigentlich Folgendes schreiben. Also 3 durch 15. Und dann ist 8 durch 16. Ah. Oder, Moment, dann mache ich es besser. Ich mache es eigentlich noch schlimmer. 3 durch 15 und dann hier, ne, das ist der Bruchstrich hier, durch 8 durch 16. Ach ja, schön, ich kann kürzen. Durch 3 ist 1, durch 3 ist 5. Ich kann hier auch nochmal kürzen. Durch 8 ist 1, durch 8 ist 2. Was ergibt denn sich jetzt? Jetzt ergibt sich aus diesem Kram ein Fünftel geteilt durch ein Halb. Jetzt weiß ich es immer noch nicht. Nee, ne? Das ist umständlich. Ich zeig mal. Ich habe auch mal ein anderes Video gemacht. Da habe ich nochmal gezeigt, warum man auf diesen Trick jetzt kommt. Folgendes merken. Ich mache das mal so. 3 Achtel. Und jetzt durch 15 Sechzehntel muss ich mir merken, als Malaufgabe und zwar verkehrt rum. Verkehrt rum, ich sag's mal so locker, man bildet den Kehrwert hiervon, das Reziproke kann man auch dazu sagen, und schreibt das als Malaufgabe. Wo ist denn jetzt der Vorteil? Na, Beispiel. Oh, die 3 und die 15, ne, die kann ich ja wieder kürzen, so wie hier oben schon mal gemacht. Und die 8 und die 16 kann ich auch kürzen. Na, das ist ja cool. Durch 8 ist 1, durch 8 ist 2. Na nu, was habe ich denn jetzt raus? Einmal 2 ist 2, einmal 5 ist 5. 2 Fünftel. Sieht man diese Aufgabe nicht an. Ne? Wir merken uns also, Brüche werden dividiert, indem man mit dem Kehrwert des Divisors, also des Teilers, multipliziert. Also ich schreibe es nochmal anders hin, als ich mache das mal richtig fett, damit das auffällt. Also, ein halb geteilt durch ein Drittel anhand von Zahlen lässt sich das immer besser merken, ist genauso wie, das heißt anders hinschreiben, ein halb mal 3 Eintel. Tja. Leute, wundert euch nicht, guckt mal, wenn ich ein halb durch ein Drittel teile, kommt hinterher, ich mache es mal wieder in dünn, kommt hinterher was Größeres raus, denn einmal 3 ist 3 und 2 mal 1 ist 2. Es werden 3 Halbe draus. Aus 1/2 durch 1/3 werden 3 Halbe. Warum das so ist, habe ich wie gesagt im anderen Video erklärt. Macht euch keine großen Gedanken. Ganz einfach merken, das ist die Regel. Und dann wird multipliziert und dann ist fertig. Also zum Umschreiben und Multiplizieren mache ich aber kein Übungsvideo. Das wäre wirklich albern. Das Umschreiben. Also das in das Umschreiben, das kann wirklich jeder. Das kann sogar ich. Na denn, jetzt habe ich genug geredet, damit ich hier wieder meine Links überall anbringen kann. Ich wünsche euch viel Spaß beim Üben. Denn wenn man es kann, hat es Spaß gemacht. Werdet ihr sehen. Tschüss.